Hallo und herzlich willkommen. Bevor das Video losgeht, wollte ich euch nur mal den neuen Partnerschaftsdiscord vorstellen. Nur kurz, den Link findet ihr in der Videobeschreibung. Könnt gerne mal raufjoinen. Genauso wie ihr meinen Discord-Link natürlich auch in der Videobeschreibung findet. Also joint gerne mal rein und ich sage, wir sehen uns jetzt im Video oder nach dem Intro, je nachdem. Ob eins kommt oder ob keins kommt. Bis gleich. Zombie Apocalypse. Hör auf deinen Senpai. Ey, heute wird es endgeil und statt Super Sentai schauen wir lieber Hentai. Ey, hinter Heaven läuft die ganze Nacht. Ba, ba, bam. Aki braucht halt mich fürs Müsli, also ist der Bruder dran. Was? Ihr seid ja schon da. Hallo? Hättet euch ja mal anmelden können, hätte ich was vorbereitet. Aber ja, dann muss ich halt jetzt improvisieren und ein kleines Video draus machen, was nicht so lang gehen soll. Deswegen sagte ich ja ein kleines Video. Versteht sich hoffentlich von selbst. Gehen wir mal auf Favoriten. Gehen wir mal hier auf Bearbeiten. Hier die IP. Könnt gerne mal auf meinen Teamspeak joinen. Wäre vielleicht eine sehr gute Idee. Wie gesagt, IP-Links in der Videobeschreibung. Auch von Partner Discord habe ich ja vor, bevor das Video losging und euch gar nicht erwartet habe, habe ich das ja erwähnt. Ja. Wir joinen einfach mal rein. Was? Oh Gott sei Dank. Ja. Channel switched. Ich habe ganz vergessen, dass hier der Musikbot ist. Ich bin auch ganz froh, dass diesmal no Copyright-Musik drin war. Ich habe da auch so ein paar Sachen drin, die am besten nicht im Video mit auftauchen sollten. Ja, ich wollte den einfach mal hier so ein bisschen vorstellen. Ich komme gleich wieder. Ich bin wieder da. Ja. So ganz unprofessionell einfach mal weggehen, einfach mal abhauen. Ich hätte das ja auch rausschneiden können, aber ich wollte einfach mal zeigen, wie es mir so geht. Und den Teamspeak jetzt vorstellen. Ich muss ja improvisieren, ihr seid ja einfach aufgetaucht. Ich war hier gerade am Abfeiern mit Hentai Heaven Song da, hier diesen coolen Song. Aber hätte ich gewusst, dass ihr vorbeikommt, dann hätte ich das natürlich nicht gemacht. Aber hier so der neue Teamspeak. Neu eingestellt. Vorhin die Nachricht war Teamspeak noch im Aufbau. Es kann immer noch was dazukommen. Hier hätten wir dann die AFK-Channel. Die AFK-Channel. Ist nur einer. Dann hätten wir hier zum Zocken die Gaming-Lounge, die Gaming-Lounge, die Gaming-Lounge. Dann hätten wir hier so extra Channel für welche, die Rainbow, Dead by Daylight, Counter-Strike, Unturned, Minecraft, DayZ oder TTT zocken. Dann hätten wir hier einfach zum Labern die Laberecken. Hier hätten wir dann. Irgendwann biete ich noch mehr Bots, dann hätte ich ja noch im Support einen Bot und bei mir oben einen Bot. Aber hier haben wir erstmal für die Eingangshalle einen Bot. Dann haben wir hier so ein paar VIP-Channel. Die Support-Channel. Ja, und hier die Team-Channel. Hier seht ihr dann auch meinen. Hier. Mein. Wie heißt das? Meine Ränge. So, jetzt habe ich's. Und dann sehen wir, gehen wir hier mal auf Rechte, auf Servergruppen. Und sehen hier auch gleich die Servergruppen mit Icons. Könnt ihr euch gerne mal angucken. Ja. Wäre echt nice, wenn ihr hier mal joint und ein bisschen. Wenn ihr mit Freunden irgendwie ein Teamspeak sucht, keinen bestimmten habt, wo ihr drauf geht, keinen eigenen habt und nicht so oft Discord nutzt, könnt ihr ja einfach mal joinen, würde mich auf jeden Fall freuen.
Ja. Gucken, was ist jetzt hier? Channel switched. Ist gerade was zu Ende gegangen. Oh, Channel switched. wir gehen wieder hoch. Ja. Gehen wir hier mal hin und ja, hier bisschen Werbung machen. Ist ja auch meine Aufgabe als Partner. Bisschen Eigenwerbung von mir natürlich, nicht von meinem Discord, von mir selber. Ja, hier mein YouTube-Video-Bot ist auch fleißig, boom, boom, boom. Werbung für, ja, ein bisschen Werbung. Links in der Videobeschreibung, wie gesagt, könnt ihr gerne reinjoinen. Würde mich echt freuen. Ja. Ich weiß gar nicht, was ich noch erzählen soll oder machen kann. Ich will dieses Video nicht unnötig in die Länge schleifen. Ich will ja nicht einfach nur Scheiße labern und ihr hört mir irgendwann nicht mehr zu. Oh, also, was können wir machen? Wir können, ja, von mir aus, mein neuer PC kommt ja bald. Ach, könnte ich noch erwähnen, dass ich zwar zwei Videos rausgenommen habe, weil ich gehört habe, PC ist scheiße und so solche Kommentare hatte. Da sag ich dir ganz ehrlich, lasst doch die Kommentare, denkt euch doch euren Teil, ich denke mir meinen Teil, denn schließlich habe ich mich informiert und weiß, dass mir persönlich 40 FPS reichen, 60 wären zwar optimal, aber wenn da ein Spiel 16 GB RAM braucht und eine GTX 1070 und wenn das eine integrierte Vega 11 mit 40 FPS schafft, ist das schon eine ordentliche Leistung. Und ich muss eigentlich nur nächstes Jahr, wenn ich dann mal wieder genug Geld habe, denn jetzt habe ich mir einen PC gekauft, müsste ich nur eine, sagen wir mal, RTX 1060 kaufen, einbauen und dann ist das ein Gaming-PC, mit dem ich alles machen kann. Jetzt nicht ganz alles, weil es muss schon, wenn es so ein hohes Spiel ist, normal sein und 1080p. Vielleicht klappt auch High, wenn ich nicht 1080, sondern nur 720p mache. Aber ist trotzdem schon eine ordentliche Leistung. Und ja, entweder, ach, ich kann ja gerne mal, dadurch, dass ich den PC jetzt bestellt habe, kann ich ja gerne mal sagen, was mein Laptop gerade so drin hat. Jetzt hat er 16 GB RAM, DDR3 drinne. Vorher, bevor ich aufgerüstet habe, waren da 4 GB RAM DDR3 drinne, 500 GB HDD, Intel Core i5 3230 M 2,6 GHz, und die Grafikkarte war eine GT 710 M mit 2 GB VRAM. Und jetzt sagt noch mal, der PC ist scheiße. Der Laptop hier, der ist wirklich kacke. Damit kann ich zwar viel spielen, weil ich 16 GB RAM aufgerüstet habe, aber dennoch nicht alles, was jetzt neu ist. Und das würde ich gern, also habe ich einfach das nächstbeste und günstigste, sage ich mal, gegriffen. Weil es leichter für mich ist, erstmal, sagen wir mal, für 500 € einen PC zu kaufen. Und in ein, zwei Jahren, wenn es mir nicht mehr ausreicht, für 300 € eine Grafikkarte, als gleich für 800 € einen PC. Ich bin in der Ausbildung, also ich bitte euch, also das nur mal dazu. Und dann sehen wir hier gerade mal, ist das meine Wunschliste oder? Ne, das sind ist meine Spiele. Also seht ihr hier gerade mal, was für Spiele ich so habe. Ich scroll mal ganz langsam bis nach ganz unten, damit ihr auch die Stundenzahl sehen könnt. Und später decke ich meine Wänse dich hier mal ganz ab. Weil irgendwie labern die mir trotzdem noch so viel, obwohl hier im Hintergrund eine Decke an der Fensterscheibe hängt und eine Decke über den Gehweg gepackt ist. Muss ich vielleicht nochmal besser abdecken. Naja, ich hoffe, es stört euch nicht. Ich nehme ja jetzt auch kein Game auf. Also sollte es nicht ganz so tragisch sein. Naja. Was ich so mit Windows 10 vorhabe. Ich glaube, ich werde mir State of Decay 2 holen und Sea of Thieves, das würde ich gerne aufnehmen. State of Decay 2 weiß ich nicht, aber Sea of Thieves. Call of Duty Black Ops 4 darf nicht fehlen.
So Spiele, die ich halt vorher nicht spielen konnte. Was natürlich noch kommt, ist, seht ihr wahrscheinlich gleich. Ja, hier so einige Spiele sind da auch mit bei. Ja, jetzt weiß ich auch, wie ich die Frau da aussehe. Vielleicht kommt da auch noch mal was. Traurig. 1,1 Stunden in dem Game verbracht. Echt traurig. Aber was will man machen? Ach ja, Uno, da könnte ich auch mal wieder drauf. Half Dead. Ja, sind schon 0,3 Stunden. Ich habe zwar durchgespielt, aber der Multiplayer wird nicht gezählt, genauso wie ich die Grafik hier richtig eingestellt habe, so dass ich es flüssig spielen hätte können, aber der Multiplayer hat das nicht übernommen. Deswegen ist es nicht ganz so flüssig. Vielleicht spiele ich das nochmal alleine. Ja. Sind hier so ein paar Spiele. Ihr könnt auch jetzt sehen, wie viel ich welches Spiel gespielt habe. Hier so ein paar DLCs. Habe ich das jetzt übersehen oder kam das noch gar nicht? Ah ja, hier Dishonored 2. Kommt auf jeden Fall. Das kommt auf jeden Fall. Ich glaube, ich habe einen Knall. Paladins, Resident Evil Rust. Ja. Sind schon schnieke Spiele dabei. So, hier ein paar. Mal wieder etwas. So, was weg. So. Einfach mal hochscrollen, könnt ihr nochmal so ein bisschen die Stundenanzahl sehen. Wunschliste. Können wir doch mal in meiner Wunschliste gehen und das Video geht jetzt doch schon viel zu lange, aber ist egal. Man macht ja nicht alle Tage so ein paar Erklärungsvideos. Ja, meine Wunschliste ist eigentlich eindeutig mit 138 Spielen. So. Spiele habe ich hier nicht viel installiert, weil mein neuer PC am Samstag, wenn alles richtig läuft, kommen sollte. Und ich bin zuversichtlich, dass ich dann auch alles, was ich gerade so besitze, spielen kann. Und habe mich ja informiert. Und auch alles, was ich gerne spiele, installieren kann. Weil, wie gesagt, SSD 240 GB, HDD 2 TB. Und für Notfälle, kleine Spiele kann ich auch, oder andere Sachen, die keine Spiele sind, damit ich mehr Platz für Spiele habe, kann ich auch auf meiner externen Festplatte draufziehen. Die hat 4 TB, bleibt mehr Platz für Spiele. Ich denke mal, das läuft dann alles. Warte kurz. So. Ah, ja. Was habe ich in meinem Unboxing-Video schon? Oh ja, das ist echt ein schnickes Ding gewesen. Was kann man denn sonst noch so machen? Oh ja, ich erwähne einfach mal mein neues Banner. Monitor nicht groß genug, um alles drauf zu kriegen, aber auf YouTube seht ihr ja alles, wenn ihr es am Monitor schaut. So. Wenn ihr es am Monitor geschaut, genau, wenn ihr es am Fernsehen oder am PC schaut, Laptop, was weiß ich, woran ihr es schaut. Dann mal so eine andere Frage, ihr könnt euch gerne, also was heißt die andere Frage, ihr könnt euch gerne auf den TeamSpeak mal in den, ich glaube, ich mache da nochmal oder frage da mal was an, so einen Bewerbungschannel, denn ich brauche Leute, die ich vertrauen kann. Also bevor da irgendwas ist, muss ich natürlich ein paar Fragen stellen. Ihr müsst, sage ich mal, als Alter für, was haben wir denn hier? Rechte, Servergruppen. Was sage ich denn? Für Supporter müsst da 14 mindestens sein, für Moderator mindestens 15. Admin bekommt da gar nicht, Corona auch nicht, ohne auch nicht. Für Techniker müsste er 16 sein. Den YouTuber-Rang bekommt ihr ab. Da ich selbst noch ein kleiner YouTuber bin, habe ich meine Zahlen auch nicht so hoch. Ja,
Deswegen, wenn ich dann irgendwann mal größer werden sollte oder so, dann werden die Zahlen sich auch ändern, aber das gebe ich dann bekannt. Also den YouTuber, normalen YouTuber-Rang, den bekommt da ab 100 Abonnenten. Ist machbar. Den YouTuber Plus, dafür müsst ihr auch nicht wirklich viel machen. Dann reicht, wenn ihr ein Video mit einem Vorstellungsvideo über diesen Teamspeak halt macht. Für den YouTuber Plus-Rang, da braucht ihr 500 Abonnenten und müsst halt den Teamspeak in eurer Beschreibung packen und einmal ein Video machen, wo ihr den Teamspeak vorstellt. Ja, Partner kriegt er, wenn wir eine Partnerschaft mit einem anderen Teamspeak gründen, dann ist hier, gibt es hier ein paar Ränge. Ich mache ja noch nichts mit kommerziell über YouTube und so. Ich habe mein eigenes Geld, deswegen, wenn ich später mal irgendwas Kommerzielles mache, dann könnt ihr die Ränge kaufen. Jetzt würdet ihr hier diese Ränge noch kostenlos mit ein paar Kriterien kriegen. Hier, das kriegt die Community. Und je nachdem, wie fleißig ihr seid, wie oft ihr hier drauf seid, überlege ich, du kriegst jetzt mal VIP oder Ultra. Stammspieler kriegen die, die quasi wirklich, sagen wir mal, ich übertreibe jetzt mal ein Jahr lang, jeden Tag hier 2 Stunden drauf waren. Ist jetzt übertrieben. Member kriegt da sofort. Habe ich, glaube ich, noch keinen Bot für, aber ihr habt am Anfang Gast, sehe ich einen neuen, gebe ich euch sofort Member. Wenn wir mal gesprochen haben und ich weiß, wie alt ihr seid, könnt ihr auch einen USK-Rang bekommen. Eine Verwarnung bekommt ihr, wenn ihr Scheiße baut. Und ich habe auch noch keinen Bot fürs Regelwerk, dass man sich zuerst die Regeln durchliest. Aber wenn ich sowas eingestellt habe, könnt ihr erst 2 Minuten, nachdem ihr drauf wart, joinen, um euch die Regeln durchzulesen. Aber trotzdem lege ich euch jetzt ans Herz, Information, Regelwerk. Ihr solltet die trotzdem einmal lesen, ist besser. Weil mit dem Benutzen des Teamspeaks, verpflichtet ihr euch quasi, dass ihr die Regeln einhaltet. Und wenn ihr sie nicht gelesen habt und jetzt ein Wort sagt, hier kann ich ja mal, wie mache ich das am besten? Ich will es ja nicht sagen. Müsste ich natürlich rauspiepsen, aber dann versteht ihr es. Könnte ich rauspiepsen, aber dann versteht ihr es auch nicht. Also macht das keinen Sinn. Aber wenn ihr irgendjemanden beleidigt, sage ich mal, und Hardcore beleidigt, und ich gebe euch einen Bann für eine Woche, 2 Wochen, je nachdem, wie asozial man halt ist. Und dann stelle ich euch zur Rede, bevor ich euch banne. Ich wusste es nicht. Dann kann ich nur sagen, hast du das Regelwerk nicht gelesen? Nein, habe ich nicht. Warum nicht? Mit dem Benutzen des Teamspeaks verpflichtest du dich den Regeln. Es seid so. Tut mir auch leid dann. In dem Fall. So, was hätte ich noch? Also ich hätte auf jeden Fall gerne noch einen eigenen Musikbot hier oben. Dann hätte ich für den Support Warteschlange gern einen Musikbot, der bleibt hier. Und ich hätte gern in den AFK-Bereichen einen Musikbot. Und vielleicht noch so einen extra Musikbot, der in so ein extra Musik-Channel ist, dass ich da so Musik-Channel erstelle, dass Leute da dann reingehen und sich den Musikbot nicht mieten können mit Geld, aber halt sagen können, kommen zu mir in den Support und sagen, ich hätte gern den Musikbot mal für eine Stunde in den und den Channel, move ich euch da gerne hin. Und die Musik kann ich euch auch gerne draufpacken. Und leider ist das Video jetzt eine Bombe geworden. Ich sagte noch vorher, kleines Video heißt, dass es klein wird und nicht so groß. Und was mache ich? Hau hier so ein Burner 20 Minuten Video raus. Was gibt's noch zu sagen? Hier mein Aufnahmeprogramm. Mein anderes Aufnahmeprogramm, Streaming-Programm, was ich selten nutze. Ah. Das benutze ich genauso selten wie, keine Ahnung, mir fällt kein passendes Beispiel ein. Ja. Das war's eigentlich. Mit diesem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch ein Like da, ein Abo und ja, schaut mal auf den Sachen, auf den 2 Discord-Servern und den Teamspeak-Server vorbei. Würde mich echt freuen und ich weiß nicht, vielleicht habe ich noch irgendwo eine Umfrage mit eingebaut. Vielleicht ist auch das Intro mit drin, wenn es alles klappt. Ihr werdet das ja alles dann sehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen.
Haut rein, wir sehen uns Samstag, oder das kommt am Freitag. Wir sehen uns Samstag oder Sonntag, je nachdem, wie schnell mein PC eingerichtet ist. Dann im neuen Video. Und dann kommt aber wieder jeden Tag ein Video, wenn mein PC dann eingerichtet ist. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Wie geht denn das? Keine Ahnung. Ich muss noch lernen. Ich lerne jetzt mal. Ciao.